Unser Themenüberblick. Der Herr der Bäume. Warum auch Bäume kontrolliert werden müssen. Rückblick. Am Salzgittersee tummelten sich am letzten Augustwochenende Sportflieger, Ballonfahrer und ihre Freunde. StudiTV. Homestory über den Gründer von Steampunk Tools, David Hippedinger. Highlights. Auf dem Hof von Schloss Salda waren in diesem Jahr besonders hochkarätige Musiker zu Gast. Liedertafel Fächelde, 150 Jahre sangesfreudige Herren. Kunst mit Tiefgang, Gerd Druwe präsentiert im Tillyhaus seine Werke. Sommerabend im Park, Impressionen von der Veranstaltung in Fächelde. Herzlich willkommen zu TV38 vor Ort, heute aus einem der letzten schönen Sommertage aus freier Natur, nicht im Studio. Was stellen Sie sich unter einem Baumkontrolleur vor? Ich meine, Bäume stehen einfach da. Sie laufen nicht herum, brauchen keinen Führerschein, zahlen weder Grund- noch Gewerbesteuer und sind eigentlich im Ganzen ziemlich harmlos. Oder nicht? Gibt es da vielleicht doch Dinge, die kontrolliert werden müssen, weil ein Baum vielleicht doch einmal zur Gefahr werden könnte? In der Tat, wenn ein Baum zum Beispiel in einem Park steht, vielleicht krank ist und eines Tages jemandem plötzlich und unerwartet auf den Kopf fällt. Uwe Kirchner arbeitet als Baumkontrolleur in Braunschweig und Stefan Meinert stellt ihn im nächsten Beitrag vor. Diese Frage habe ich mir schon oft gestellt. Wer kümmert sich eigentlich an öffentlichen Plätzen um die Beschaffenheit der Bäume? Gibt es jemand, der im Vorfeld erkennt, wenn ein Baum umzustürzen droht? Im Wald ist es sicherlich der Förster, der sich darum kümmert. Aber wie sieht es zum Beispiel in Parkanlagen aus? Mein Name ist Uwe Kirchner. Ich arbeite für den Fachbereich Stadtgrün und Sport in der Baumkontrolle. Ein wichtiges Arbeitsgerät von Uwe Kirchner ist der Gummihammer, mit dem er eventuelle Aushöhlungen des Baumes erkennt. Einen Gummihammer deswegen, um die Rinde nicht zu beschädigen. Das Sachgebiet Baumkontrolle besteht im Prinzip aus 4 Leuten. Die Leitung der Baumkontrolle und neben mir 2 weiteren Baumkontrolleuren. Wir haben die Aufgabe, städtische Liegenschaften wie Kindergarten, Spielplätze, Bolzplätze, Parkanlagen, Straßengrün, die Bäume auf Verkehrssicherheit zu überwachen und ins digitale Baumkataster einzupflegen. Die Daten der Bäume werden auf ein mobiles Touchbook geladen, in dem sämtliche verkehrsrelevanten Daten der Bäume gesammelt werden. Alle Maßnahmen und Schäden, die von mir angelegt werden, werden zum Feierabend im Büro auf das Hauptsystem überspielt. Und anschließend werden daraus die Aufträge geformt. Von der Baumkontrolle, also von uns angelegten Maßnahmen, gehen dann als Empfehlung an die Baumpflege weiter. Und der Sachgebietsleiter Baumpflege entscheidet dann vor Ort, ob er diese Maßnahmen oder andere durchführt. Maßnahmen können zum Beispiel sein, es kann das Lichtraumprofil muss wiederhergestellt werden, weil die Äste zu tief hängen, die LKWs, Radfahrer oder Fußgänger nicht mehr drunter wegkommen. In diesem Fall ist ein wunderschönes Beispiel einer Linde, wo, wenn sie an der Straße stehen würde, das Lichtraumprofil hergestellt werden müsste. Was bedeutet, dass die unteren Äste aufgeastet werden, damit man unter durchgehen kann. An diesem Standort im Park allerdings darf die Linde voll auswachsen. In der digitalen Karte sind sämtliche Bäume mit Nummern versehen. Die grünen Bäume sind die aufgenommenen Bäume, die zu kontrollieren sind. Für jeden Baum, der eine Zahl hat, sind sämtliche Daten hinterlegt, die man in dieser Liste wiederfindet. Und mit dieser Maske werden sämtliche Parameter eingegeben, die eben für diesen Einzelbaum, beispielsweise mit der Nummer 5413, akut sind. Diese amerikanische Eiche ist
gut sichtbar durch einen holzzerstörenden Pilz befallen. Dieser Pilz baut das Kernholz ab und das lässt sich auch recht deutlich hören. Das heißt, die Standsicherheit ist bei diesem Baum herabgesetzt. Um diese wiederherzustellen, muss der Baum nicht sofort gefällt werden, sondern wir nehmen ihm einen Teil der Krone, um die Windlast zu minimieren und diesen Baum noch zu erhalten. Da er an seinem Stamm auch Spechte beherbergt, es ist noch ein weiterer Pilzfruchtkörper an dem Stamm vorhanden, darüber noch ein Spechtloch. Und durch das Abnehmen der Krone, das Gewicht, die Minimierung der Windlast, ist dieser Baum jetzt wieder verkehrssicher und muss nicht ganz gefällt werden. Uwe Kirchner betont nochmals, dass eine Fällung immer die letzte Option ist. Im Vordergrund steht die Erhaltung der Bäume. An dieser Buche sieht man ein eindrucksvolles Beispiel eines Druckzwiesels. Die beiden Stämmlinge wachsen in Konkurrenz gegeneinander auf und berühren sich in diesem Bereich, ohne miteinander zu verwachsen. In diesem Bereich des Druckes liegt bis wahrscheinlich hier nur die Rinde auf Rinde und es besteht keine feste Holzanbindung. Deshalb ist es für den Baumkontrolleur hier sehr wichtig, die sogenannten Uhren, das ist dieser verdickte Teil, zu kontrollieren. In jedem Fall dürfen sich gerade in diesem Bereich keine Risse bilden. Ein Riss im Bereich des Ohrs vom Druckzwiesel wäre Handlungsbedarf. In diesem Bereich der Buche, bei diesem heftigen Druckzwiesel, gibt es die Möglichkeit des Einbaus einer dynamischen Kronensicherung, was die städtische Baumpflegetruppe übernehmen würde. Mit Hubsteiger wird nach oben gefahren und im oberen Drittel des Baumes wird eine dynamische Kronensicherung, bestehend aus einem Kunststoffseil, was durchhängt, daher dynamisch, muss durchhängen, damit der Baum sich noch im Wind bewegen kann und nicht starr an diesen anderen Ast angebunden ist. Diese Kronensicherung verhindert das Herabstürzen eines der Stämmlinge bei Eingriff von Wind in der Krone. Hier als Beispiel eine Säulenpappel im Kern, wie man schön hören kann, ziemlich hohl. Aber dieser Baum hat sehr gut auf die Höhlung reagiert mit der Ausbildung von Brettwurzeln. Man kann sehr schön die hellen Wachstumsaufbrüche in der Borke erkennen, die die Brettwurzeln weiter nach außen wachsen lassen und die Statik des Baumes berichtigen. Auch sein niedriges HD-Verhältnis, das bedeutet Höhe zu Durchmesser, da es sich hier um eine Säulenpappel handelt, die eher eine schlanke Krone ausbildet und dem Wind automatisch nicht so viel Angriffsfläche bietet wie eine Eiche mit einer breiten, ausladenden Krone. Daher kann auch ein solcher Baum noch ein bisschen länger erhalten werden. Er muss nicht sofort gefällt werden. Welche Arbeitsmittel stehen dem Baumkontrolleur für seine Arbeit noch zur Verfügung? Mit einem Gummihammer ist's doch nicht getan. Eine Handsäge, eine Stangensäge mit einer 4 Meter langen Verlängerung, damit wir in der Lage sind, auch kleinere Schnittarbeiten an den Bäumen selbst zu erledigen. Zum Beispiel Herstellen von Lichtraumprofil an Jungbäumen oder einzelne tote Äste aus Bäumen entfernen in einer Höhe bis zu 4 Meter. Damit man für diese Tätigkeit nicht den städtischen Steiger rufen muss, die man in Handarbeit selber erledigen kann. Wir sperren die Unfallstellen, wenn wir nicht sofort tätig werden können, natürlich mit Flatterband ab. Und die Fahrzeuge benutzen die Wege mit Einsatz des Warnblinkers oder der gelben Blinklampe. Wir haben noch ein Fernglas und einen Klappspaten und zu guter Letzt der Sondierstab. Mit dem Sondierstab können wir Höhlungen grob messen und herausfinden, wie tief geht die Höhlung in den Holzkörper hinein und Rückschlüsse daraus ziehen, wie viel Restwandstärke noch übrig geblieben ist. Die Baumkontrolleure sind das ganze Jahr über im Einsatz. Bei schönem Wetter macht das natürlich Spaß. Auf die Frage, wie es denn bei schlechtem Wetter aussieht, sagt Uwe Kirchner lachend:
Da muss man durch. Ein Höhepunkt im Jahreslauf der Sportgemeinschaft Aero in Salzgitter sind die Flugtage. Jeweils im Sommer zeigen die engagierten Vereinsmitglieder und ihre Freunde auf dem Flugplatz am Salzgittersee ein ganzes Wochenende lang die Faszination ihres Sports. Hans-Jürgen Giebel hat sich vor Ort informiert und ist dabei ebenfalls in die Luft gegangen. Open-Air-Veranstaltungen sind immer mit einem kleinen Risiko verbunden. Das war auch bei den Flugtagen der Sportgemeinschaft Aero Salzgitter so. Die Organisatoren waren aber so flexibel, dass sie das Programm den Wetterverhältnissen anpasste. Rausgekommen ist ein wunderbarer Event. Tagsüber viel Bewegung in der Luft und am Boden. Dort zeigte Jupp den Kids, wie ein Heißluftballon aufgebaut wird. Und weil das an einem Modellballon einfacher ist als bei einem großen, waren die Kids auch Feuer und Flamme. Sein Assistent stammt aus einer Ballonfahrerfamilie. Ballonpilot kann man mit 17 Jahren werden, als Hobby. Für den gewerblichen Gebrauch gelten andere Voraussetzungen. Als alle gesehen haben, wie so ein Ballon gefüllt wird, durften die Kinder alle hineinkrabbeln. Am Himmel wurde es dann spannend. Kunstflugpiloten zeigten ihr Können. Die anwesenden Piloten hatten auch keinerlei Berührungsängste, den jungen Gästen ihr Fluggerät zu zeigen. Mitfliegen konnte man zum Beispiel mit dem Hubschrauber oder einem Tragschrauber. Größere Flugzeuge konnten wegen der durchfeuchteten Piste dieses Mal nicht landen und starten. Zum Vergnügen der Volleyballmannschaft Salzgitter Tide. Sie nutzen die Landebahn für ihr Fotoshooting. Den Korb stellte Robert Bessel zur Verfügung. Die Bilder werden wir dann im Netz sehen. Bei TV38 allerdings können Sie sich jetzt schon einen Eindruck verschaffen. Und wie aus heiterem Himmel fielen ganz plötzlich drei Fallschirmspringer aus den Wolken. Aus ca. 1000 Meter Höhe sind sie aus dem Flugzeug ausgestiegen und konnten bei diesen Verhältnissen auf eine butterweiche Landung hoffen. Der Abend war den Heißluftballonen vorbehalten. Robert Bessel versucht jedes Jahr aufs Neue, interessante Objekte nach Salzgitter zu holen. Dieses Mal waren unter anderem eine riesige Bierflasche und eine große Mettwurst aus Westfalen dabei. Jede einzelne Ballon-Crew ist ein eingespieltes Team. Und so braucht es auch nicht lange, bis sich die Giganten voll mit heißer Luft aufgebläht haben. Alle fertig sind, oder können wir raus? Ja? Dann das erhabene Gefühl, wenn es heißt, Leine los. Und es geht mit dem Wind in ein unbekanntes Ziel. Ein kurzer Augenblick und wir konnten ganz Lebenstedt überblicken. Unter uns der Salzgittersee, einem der schönsten Naherholungsgebiete unserer Stadt. Mit einem kleinen Windschubs schwebten wir dann über den Stadtteil Fredenberg. Wer einmal die Möglichkeit hat, mitzufahren, wird sich immer an die Stille und Ruhe in der Ballongondel erinnern. Wir brechen aber die Flugreise ab, landen auf einem geeigneten Feld und packen die 14 Meter lange Wurst wieder ein. Es ist ein schöner, warmer Sommerabend. Dunkelheit bricht allmählich herein, gute Voraussetzungen für das Ballonglühen. Mit diesen Bildern verabschieden wir uns aus Salzgitter und freuen uns jetzt schon auf die Flugtage 2018.
Viele fragen sich, was soll ich eigentlich nach meinem Studium machen? Der eine oder andere denkt vielleicht darüber nach, ein Unternehmen zu gründen und sich selbstständig zu machen. Aber oft fehlt es am nötigen Mut oder der Motivation, sich daran zu wagen, oder beides. An der Ostfalia beispielsweise gibt es einen Jungunternehmer, der sich schon während seines Studiums auf den steinigen Weg der Selbstständigkeit begeben hat. Im nächsten Beitrag von Studi38TV stellen wir einen jungen handwerklichen Künstler vor, der ganz allein sein Kunsthandwerk-Business aufgebaut hat und so seinem Traum von der Selbstständigkeit schon ein ganzes Stück näher gekommen ist. Hi, sagt euch Steampunk was? Wenn nicht, umso besser. Wir besuchen nämlich jetzt den Gründer von Steampunk Tools, David Hippedinger, bei sich zu Hause. Hi, kommt rein. Hi, wir sind hier heute zu Gast beim David Hippedinger, der nicht nur Student bei uns an der Ostfalia ist, nein, der auch noch gerade sein eigenes Unternehmen hochzieht. Hallo David. Hi Josie. Ja, erstmal natürlich eine generelle Frage. Was machst du? Ich designe und produziere E-Zigaretten im Steampunk-Design. Okay, Steampunk, das ist jetzt erstmal nicht so ein geläufiger Begriff. Was heißt Steampunk? Was bedeutet das? Also Steampunk ist eine Stilrichtung und das Ganze geht in die viktorianische Richtung. Man versucht sich halt vorzustellen, dass heutige Technik schon früher im 18. Jahrhundert präsent war und dass sich das alles nicht der Elektrizität, sondern eher der Dampfkraft und der Zahnradmechanik bedient hat. Wie bist du darauf gekommen? So ganz am Anfang kannte ich das natürlich auch noch nicht. Das war für mich erstmal Neuland. Ich habe das früher mal gesehen, fand das direkt cool. Und ich habe mir einen USB-Stick gesucht, ursprünglich für Uni-Arbeiten. Wollte aber nichts von der Stange, irgendwie so 0815-Ding, was du halt irgendwo in die Ecke legst und dann verlierst du das. Und habe aber auch nichts gefunden, was mich angesprochen hat. Und ja, ich hatte dann zufällig mal den Dremel-Koffer gefunden, den mir mein Vater geschenkt hat, vor einiger Zeit. Und dann dachte ich mir, ach komm, machst du mal selbst so ein Ding. Und wie bist du dann in den Vertrieb eingestiegen, oder? Also ursprünglich waren die Dinger für mich selbst und dann mal als Geschenke für Freunde. Und irgendwann meinte ein Freund zu mir, die Dinger sind super cool, verkauf die doch mal. Und ja, ich habe dann eine Facebook-Seite, so eine Fanseite gestartet und dann versucht, darüber ein bisschen zu verkaufen. Der erste Verkauf hat ein halbes Jahr gedauert, man hat sich dann gefreut wie so ein Schneekönig. Du machst sowohl Vertrieb als auch Herstellung und Design, du machst alles alleine? Ich mache alles alleine, genau. Wow, das ist natürlich ganz schön beeindruckend. Seit wann bist du dabei? Wann machst du das jetzt? Also mit dem USB-Sticks und alles drum und dran habe ich vor circa 3,5 Jahren angefangen. Und das mit den E-Zigaretten, das mache ich jetzt seit circa 9 Monaten. Und, wie läuft's? Ist ganz nett, ist ganz okay. Bin jetzt auch am Überlegen, ob ich mir wen ins Boot hole, der mir ein bisschen zuarbeitet. Ja, aber wie kriegst du denn das mit der Uni dann noch hin? Also man versucht natürlich, das alles so gut wie möglich unter einen Hut zu kriegen. Ist nicht immer ganz einfach, aber man muss es halt versuchen. Ja, okay, jetzt haben wir viel drüber geredet, jetzt wollen wir die Dinger auch mal sehen. Mhm. Hast du uns was mitgebracht? Ich habe ein bisschen was mitgebracht. Also das ist jetzt zum Beispiel so ein USB-Stick von mir. Das war eine meiner ersten Arbeiten. Der hat hier so einen Bajonettverschluss, das heißt, man kann den hier aufziehen. Die E-Zigaretten sehen dann so aus, beziehungsweise so. Okay. Und ja, das ist schon was ganz Exklusives in dem Dampferbereich. Dampfer ist, nennt man Leute wirklich, die E-Zigaretten dampfen. Ganz genau. Das sind da, okay. Zu Englisch Vapor. Man merkt auf jeden Fall, dass du sehr künstlerisch begabt bist. Ja, also an dieser Stelle erstmal auf jeden Fall danke, David, dass du dir die Zeit für uns genommen hast. Wir probieren die Dinger nochmal, oder? Wir dampfen das jetzt. Wir dampfen das jetzt. Vape on. Vape strong. Open-Air-Veranstaltungen in unserer Region haben es nicht leicht, denn neben dem passenden Bühnenprogramm spielt das Wetter immer eine entscheidende Rolle. Beim diesjährigen Kultursommer in Salzgitter war auch vom strömenden Regen bis zu sonniger Hitze alles dabei.
Die hochkarätigen musikalischen Gäste störte dies allerdings wenig. Sehen Sie jetzt eine kleine Zusammenfassung von den Kolleginnen und Kollegen des Medienzentrums der Stadt Salzgitter. Ausgelassene Stimmung und tolle Musik gab es beim diesjährigen Kultursommer auf dem Schlosshof in Saldau. Vom 4. bis zum 17. August konnte man hier 6 Open-Air-Konzerte genießen, die unterschiedlicher hätten nicht sein können. Von Swing über Pop- und Rockmusik bis hin zum Schlager wurde wieder einiges geboten. Mit eingebunden in den Kultursommer der Salzgittertag zum 75-jährigen Jubiläum der Stadt. Hier gab es zusätzlich sogar einen Tag Kulturprogramm zum Nulltarif. Wir berichteten bereits. Rund 10.000 Besucher hatte es insgesamt nach Salzgitter gelockt. Den Auftakt am 4. August machte das Pasadena Roof Orchestra, welches seit mittlerweile 30 Jahren sein Publikum mit Swing der 20er bis 40er begeistert. Danach folgten 2 absolute Besuchermagneten. Mike Patrick Kelly und der The Voice of Germany-Finalist Max Giesinger. Allein Giesinger hatte rund 3.000 Besucher angelockt. Er begeisterte hierbei nicht nur musikalisch, sondern vor allem mit seiner bodenständigen, humorvollen Art. Mehrfach marschierte er durch das Publikum. Max ist definitiv ein Star zum Anfassen. So viele von euch persönlich kennenzulernen, wie nur möglich ist. Und deswegen würde ich gerne mal die Gelegenheit nutzen, um Ihnen nochmal kräftig Hallo zu sagen. Ja? Manchmal ist ein bisschen Platz für mich hier bei der Hunde. Achtung, Achtung! Halt! Ja? Gucke ich mir das hier mal von nahem an. Hallo, die Herrschaften, wie ist die Lage? Sind alle schön? Ein ganz anderes Kaliber hingegen war die britische Hardrock-Band Uriah Heep. Mit Titeln wie Lady in Black und Julie Morning haben sie bereits Musikgeschichte geschrieben. Trotz des starken Regens war die Stimmung bei den Fans und bei der Band bis zum Schluss einfach nur grandios. An den beiden letzten Abenden traten 2 Urgesteine der Musikbranche auf. Heinz-Rudolf Kunze und die Amigos überzeugen schon seit Jahren mit deutschsprachiger Musik. Alleine die Amigos blicken auf ihr 50-jähriges Bühnenjubiläum zurück und sind aus dem Schlagerbusiness nicht mehr wegzudenken. Beim Kultursommer begeisterten Karl-Heinz und Bernd vor allem das ältere Publikum. Es war also wieder für jeden Geschmack etwas dabei. Neu in diesem Jahr waren die sogenannten Wunschboxen. Hier konnte das Publikum Künstlerwünsche für 2018 äußern. Wir haben uns darum mal umgehört. Wenn Sie einen Wunsch frei hätten, wen würden Sie sich da wünschen? Ich hätte jetzt Herbert Grönemeyer gesagt, aber der war ja schon mal hier vor einigen Jahren auf der Insel. Ja gut, ich würde halt einen Greta Berg gerne mal haben wieder. Die Coverband Queen hatten sie mal hier, die war wunderbar hier. Und wenn sie wiederkommen würde, das wäre toll. Vielleicht Semino Rossi, war noch nicht hier? Nee?
André Rieu, ja? Oh, das bin ich auch. Das ist der Hammer. Also wenn ich es mir aussuchen könnte, würde ich gerne Gianna Nannini sehen. Irgendeine gute Swingband. Es wäre toll, wenn da vorne auch eine Tanzfläche wäre. Jemand ganz Junges, der in den Charts läuft. Sowas wie zum Beispiel Crow. Das lachen Sie mich nicht aus. Richtig so eine Hardcore-Rockband, so eine alte. Ideen hatte das Publikum also genug. Die Boxen sollen übrigens demnächst auch auf anderen Veranstaltungen zu finden sein. Also Augen offen halten. Wir bleiben auf jeden Fall gespannt, welche Künstler es im nächsten Jahr nach Salzgitter verschlägt. Vielleicht ist für Sie ja dann auch etwas dabei. 1867 war für den heutigen Männerchor Liedertafel Vechelde ein besonderer Tag. In diesem Jahr feiern die sangesfreudigen Herren ihren 150. Geburtstag, also den des Chores natürlich. Der erste Vorsitzende Bernd Schork war zu Gast im Studio von Mein Regio TV, um über das Jubiläumsjahr und die damit verbundenen Veranstaltungen zu informieren. Ein Bericht von Peter Schmiedl und Wolfgang Kabe. Herzlich willkommen zur Sendung Schnappschüsse. Heute, liebe Zuschauer, haben wir Bernd Schock zu Gast. Er ist der erste Vorsitzende von der Liedertafel Vechelde. Herzlich willkommen, Bernd. Danke. Wir kennen uns ja auch schon seit, 3 Jahren ungefähr, ja. Wir haben einmal eine CD-Aufnahme miteinander gemacht. Im Park. Im Park, ja. Und dann auch in der Gaststätte Geldmacher. Richtig. Ja. Das Jahr 2017 ist für euch von der Liedertafel ein ganz besonderes Jahr. Erzähl mal darüber. Ja, die Liedertafel Vechelde besteht in diesem Jahr 150 Jahre. Wir sind somit der älteste Verein in Vechelde, sind auch sehr stolz darauf. Und wir versuchen nun, das Jubiläumsjahr mal etwas anders zu gestalten. Nicht nur mit einer Veranstaltung, sondern mit mehreren Veranstaltungen über das ganze Jahr. Ja. Und wann hat die erste begonnen? Die erste Veranstaltung war am 24. Juni, unser Sommersing beim Bauernhof Nietzsche. Und das war schon ganz nett mit insgesamt 5 Männerchören. Und unser Hauptkonzert ist jetzt am 16. September um 16 Uhr. Im Julius-Spiegelberg-Gymnasium in Vechelde. Da gibt es sicherlich noch Karten, oder? Karten gibt es da nicht. Wer kommt, ist da. Also. Kein Eintritt. Ja. Und rechtzeitiges kommen sichert auch Plätze, gute Plätze. Wer kommt denn alles noch als Gäste? Der Polizeichor Braunschweig, dann der Albert-Fischer-Chor aus Sondershausen und wir. Also insgesamt so circa 90 Sänger. Gehen wir doch mal zurück zu eurem Chor. Wie ist denn die Altersstruktur im Chor? Gibt es Nachwuchs oder krankelt ihr genauso wie viele, viele andere Chöre in Deutschland? Leider krankeln wir auch. Und wir sind knapp unter 70 mit der Altersstruktur. Unser ältester Sänger, 88, singt auch immer noch auswendig. Gott, toll. Und ist auch noch sehr gut bei Stimme. Hält frisch, ne? Ja, irgendwie hält das Singen frisch und ich denke mal, ich kann nur jedem empfehlen, beim Singen ab einem bestimmten Alter oder auch schon in jungen Jahren mitzumachen. Ja, das hält wirklich auch fit, vor allen Dingen den Geist hält das fit. Ja, Bernd, pass auf, in dieser Kamera kannst du gleich mal Reklame machen. Mach das ruhig mal. Ja, ich kann die Herren aufrufen, die hier unseren Bericht sehen, donnerstags mal vorbeizuschauen bei Geldmacher in Vechelde, donnerstags um 20 Uhr. Hören Sie das einfach mal an, machen mal einfach
Probesingen mit. Mhm. Ist verpflichtet zu nichts. Können auch noch einmal kommen und können sich das Ganze in Ruhe überlegen. Da möchte ich dabei sein oder aber sagen, das ist wohl doch nichts für mich. Ja, ist doch eine tolle Sache. Ne? Ja. Und dann hörte ich, ihr macht innerhalb dieses Jubiläumsjahres ein sogenanntes Frühstück im Park. Ja, zum Abschluss unserer 3 Tage der Jubiläumstage, freitags Kommers mit geladenen Gästen, Sonnabend das Konzert und am Sonntag dann sozusagen als Abschluss an alle Fächelder Bürger ein Bürgerfrühstück um 11 Uhr im Schlosspark Bürgerzentrum Fächelde. Mhm. Teilnehmer sind ja die Fächelder Bürger. Dann unterstützt uns der Männergesangverein Warenholz aus der Heide. Die haben auch eine Feuerwehrkapelle. Ein Teil der Feuerwehrkapelle kommt mit dabei. Spielt mit, macht das, untermalt das ein bisschen mit Musik. Es soll kein Konzert da werden, sondern wir wollen da einfach für die Bürger da sein, uns unterhalten, wie das bei so einem Bürgerfrühstück, die ja nun jeden Tag irgendwo in der Zeitung stehen, üblich ist. Ja, also es beginnt um 11 Uhr. 11 Uhr, ja. Ja, liebe Zuschauer, pünktlich sein, Essen mitbringen. Das da. Ja, Essen mitbringen und anmelden. Ja. Ohne anmelden geht da nichts, weil irgendwann sind die Tische auch alle besetzt. Und anmelden stand auch schon in der Presse. Es wird auch noch mal wieder in der Presse stehen. Mhm. Bei Herrn Marotz, unserem ehemaligen Bürgermeister aus Fächelde, oder eben bei mir. Gibt es eine Telefonnummer? Oder? Ja, ich habe aber nur noch meine im Kopf. Also ich habe von Herrn Marotz die Telefonnummer im Kopf. Das ist die 05302 1686. Richtig, ja. Da können Sie sich, liebe Zuschauer, anmelden. Und vor allen Dingen, wer zuerst kommt, kriegt auch die besten Plätze. Richtig, mhm. Richtig. Die Plätze werden dann reserviert, ja, auf den Tische. Man kann auch einen ganzen Tisch sozusagen sich reservieren lassen. Und die Bezahlung erfolgt in bar. Pro Platz 2,50 Euro und ein ganzer Tisch 20 Euro. Das sind 8 Plätze an einem Tisch. Ja, das ist billiger als neuer Hut. Das ist nicht, ja. Das ist sozusagen so ein ganz kleiner Kostenbeitrag für die Veranstaltung. Nicht? Und wir sind auch sehr dankbar, dass die Gemeinde Fächelde uns zu diesem Bürgerfrühstück mit Rat und Tat unterstützt. Ja, finde ich toll. Dann habe ich einen Schmankerl jetzt für Sie, liebe Zuschauer. Und zwar war unser Kameramann Wolfgang Karbe bei einer Veranstaltung dabei, wo der Männerchor Liedertafel Fächelde aufgetreten ist. Bitte schön. Stimmt ein in unser Lied, wir grüßen euch, singt mit. Es schwebt ein Lied in allen Dingen, die da träumen fort und fort, und die Welt fängt an zu singen. Dann hätte ich noch die Frage für den 16. September. Wer ist denn alles dabei? Du hattest vorhin zwar einiges angesprochen, aber was sind für dich die Highlights dieser Veranstaltung? Ja, vom Klassik bis ins Moderne. Ja. Ein Highlight ist natürlich der Pilgerchor von Wagner, den alle 3 Männerchöre da zusammen singen. Dann das Trinklied. Die Leute kennen das von La Traviata, natürlich in Deutsch. Begleitet werden wir vom Pianisten Herrn Bauche. Der ist hauptberuflich am Staatstheater tätig. Toll. Der untermalt das Ganze und der unterstützt auch die anderen
entsprechenden Vorträge der einzelnen Chöre. Wir singen also gemeinsam mehrere Stücke zusammen, steht auch in unserer Festzeitschrift, wird auch nochmal veröffentlicht. Und natürlich singen die Chöre auch einzeln nochmal einzelne Stücke. Ja, und diese beiden ist aber Highlight. Und natürlich der Fliegermarsch von Dostal. Nicht? Der kommt natürlich da auch raus. Also das ist dann schon mehr Operette. Aber die anderen klassischen Männergesangvereins-Lieder, die so üblich sind im Lande, die hören wir da auch. Ja. Von Freddy bis... Ja, also Schlager auch dabei. Ja, Freddy ist auch dabei. Na super, alles klar. Ja, liebe Zuschauer, dann blenden wir jetzt nochmal so die einzelnen Adressen und Telefonnummern ein, wo Sie sich hinwenden können für die Plätze beim Frühstück und natürlich für die Endveranstaltung, kann man sagen, ja? Ja, Bürgerfrühstück, ja. Nein, ich meine am 16. September. Das ist die Endveranstaltung? Das Bürgerfrühstück ist die Endveranstaltung. Ach, das Bürgerfrühstück? Ja, das ist das Wochenende, das ist dann der Schluss. Sonntag ist ja, der Schluss. Ja. Aber auch noch nicht ganz. Wir haben dann auch noch mal ein Weihnachtskonzert. Ja. Und da ist dann endgültig das Jubiläumsjahr, wird dann endgültig also beendet. Noch, ja. Ja. Alles in klar. Der katholischen Kirche. Kirche. Das blenden wir natürlich auch noch mal ein. Die Information bekomme ich dann von dir noch. Ja, das waren die Schnappschüsse. Herzlichen Dank, Bernd Schock von der Liedertafel Fächelde. Liebe Grüße vor allen Dingen an die gesamte Mannschaft. Ja. Danke. Und wir sehen uns dann mit Sicherheit beim Bürgerfrühstück. Ja? Dankeschön. Tschüss, sagt ihr Peter Schmiedel. Ciao. Fotografien und Objekte unter dem Titel Ordinary Places sind aktuell in Salzgitterbad zu sehen. Der Titel heißt einfach übersetzt gewöhnliche Orte. Doch im Hintergrund klingt auch das Wort Ordinarius an, die Bezeichnung für einen Geistlichen. Dass uns diese Fährte durchaus nicht auf den Holzweg führt, erlebte Paul Werner Heinrichs bei der Eröffnung dieser Ausstellung im August. Der Fotograf und Objektkünstler Gerd Ruwe erfindet literarische Titel, die dem Betrachter helfen, seine in den Objekten oder Fotografien enthaltenen Geschichten zu dechiffrieren oder assoziativ zu entwickeln. Objekt, Farbe und Form stehen bei dem Künstler für ein erzählerisches Moment. Ordinary Places heißt die Ausstellung von Gerd Ruwe im Tillyhaus in Salzgitterbad. Von 1982 bis 1988 studierte Druwe an der Hochschule für Bildende Künste in Braunschweig mit dem Schwerpunkt Fotografie. Ja, mein Name ist Gerd Druwe. Ich stelle hier das erste Mal in Salzgitterbad im Tillyhaus aus, habe schon mit der Salzgittergruppe im Schlossmuseum ausgestellt und bin jetzt hier als Gast eingeladen worden, diese vierwöchige Ausstellung zu gestalten. Ich habe schon zweimal in der Volkshochschule Salzgitter ausgestellt, Lebenstedt, unter Michael Osan, den ich sehr schätze. Was soll ich noch sagen zu meiner Person? Ich bin 64 Jahre alt, verheiratet, habe eine Tochter und bin mit Salzgitter sehr verwandelt, da ich in Salzgitter geboren wurde. Auf dem Küchentisch in Salzgitter-Lesse mit meinem Bruder zusammen, mit meinem Zwillingsbruder und habe in Salzgitter-Lebenstedt dann meine Ausbildung beendet und dann anschließend an der Hochschule in Braunschweig, Kunsthochschule in Braunschweig studiert, freie Kunst. Thank you.
Verehrte Gäste, lieber Herr Ruwe, liebe Frau Taut, lieber Helmut Linkstedt, herzlich willkommen zur heutigen Ausstellungseröffnung hier im schönen Tillyhaus in Salzgitter Bad. Ich freue mich, dass Sie alle gekommen sind zur heutigen Ausstellungseröffnung. Schön, dass Sie da sind. Meine sehr verehrten Damen und Herren, die kleine Galerie ist ein Glücksfall. Sie bietet den Mitgliedern der Gruppe die Gelegenheit, etwas Neues auszuprobieren und neue Sichtweisen zu testen. Darüber hinaus ermöglicht sie es, Mitgliedsanwärter vorzustellen. Denn unsere Satzung verlangt außer Professionalität nicht nur Bezüge zu Salzgitter durch Geburt, Ausbildung, Wohnstätte oder Tätigkeit. Sie fordert auch, dass einer Neumitgliedschaft Ausstellungen mit der Gruppe vorausgegangen sind. Darum bieten wir unseren Gästen in der Kleingalerie die Möglichkeit, sich zwischen Jahresausstellungen der Gruppe individuell zu präsentieren. Das Werk heißt Sacrifice und wir sehen also eine klassische Altaranordnung. Wir haben also einen Flügelaltar und sehen im unteren Teil den Elefant, den man eben aus dem Naturhistorischen Museum in Braunschweig kennt, wo es diese Legende gibt, dass Goethe ihn zu erwerben suchte, also diesen Elefantenembryo in Form Aldehyd eingelegt. Ebenso eben diese ganz gruseligen Affen, die eben auch oben in diesen Schaugläsern mit diesen aufgestellten Bäuchen zu sehen sind. Das stellt der Künstler eben in den Zusammenhang mit einer historischen Fotografie auf der linken Seite, in welchem junge Menschen gestreckt werden, was im 19. Jahrhundert eben eine medizinische Praxis war. Und auf der rechten Seite eben mit einem Folterstuhl, also mit einem elektrischen Stuhl, in dem halt ein Delinquent hingerichtet wird. Und das ist natürlich dieses ganz Schreckliche, einerseits auch diese gewisse Schaulust, derer man sich ja dann doch nicht entziehen kann, zumal auch ja dieses Elefantenembryo ja doch faszinierend aussieht. Und dann aber eben diese Reihung an diesen verschiedenen Motiven. Das alles in diesem Altarmotiv. Zumal ja auch der obere Affe so aussieht, als würde er sich selbst die Augen zuhalten, ist ja etwas, was in uns Besuchern ganz starke und ganz eigene Gefühle auslöst. Und man könnte natürlich auch so weit gehen, dass eben aufgrund dieser Altarhaltung, also dieses Kreuzmotivs, das dann eben auch als so einen klassischen Altar zu deuten, also dass man eben oben den Retabel hat, also den Akt der Verehrung, unten das Sepulchrum, also die Reliquienaufbewahrungsstätte oder auch Predella genannt. Bis Sonntag, dem 10. September, ist die bemerkenswerte Ausstellung zu den Öffnungszeiten des Tillyhauses zu sehen. Alle zwei Jahre veranstaltet die Gemeinde Vechelde den Sommerabend im Park und lud auch dieses Jahr wieder alle Vechelder Bürgerinnen und Bürger sowie deren Gäste dazu herzlich ein. Das Quartett Violini Capricciosi spannte als musikalische Gäste in barocken Outfits einen Bogen vom Barock bis hin zur Popmusik. Zauberhafte Lichtgestalten begleiteten den Abend und tanzten hier und da mit den Gästen. Ein barockes Bodenfeuerwerk rundete den Abend ab. Leider hatte Petrus auch hier diesen Abend wohl verschlafen und versäumte, einen Regenschauer abzusagen. Doch viele Bürger ließen sich diesen romantischen Abend dadurch nicht kaputt machen und trotzten der Nässe von oben. Zum Abschluss unserer Sendung heute also Impressionen von Peter Schmiedl von MeinRegioTV.
Herzlich willkommen zum Sommerabend hier im wunderschönen Schlosspark 2017. Nachdem wir erstmalig ja in 2015 diese Veranstaltung durchgeführt haben, mit einem großen Erfolg, haben wir gesagt, das müssen wir wiederholen. Den Auftakt hat gemacht die Gruppe Violini Capricciosi, die uns heute Abend noch ganz toll musikalisch unterhalten wird, noch einige Stunden, mit einem ganz umfangreichen Repertoire von Barock über Klassik bis hin zu Popstücken. Ich freue mich schon sehr darauf. Was erwartet uns denn noch? Natürlich werden wir wieder Lichtgestalten haben, die uns in Fantasiewelten entführen werden nachher. Natürlich wird der Schlosspark, wenn es etwas dunkler wird, wieder romantisch illuminiert. Und zum Höhepunkt natürlich dann nachher gibt es wieder das barocke Bodenfeuerwerk. Und was wir kurzfristig abbestellt haben, war der Regen, der angekündigt wurde. Der wird wohl hoffentlich heute Abend ausbleiben, sodass wir einen wunderschönen Abend gemeinsam erleben können. Für das leibliche Wohl ist gesorgt. Und damit diese ganze Veranstaltung in diesem Jahr überhaupt stattfinden kann, darf ich mich ganz herzlich bei unserem Exklusivsponsor, der Volksbank IG, bedanken. Und stellvertretend für alle darf ich Herrn Obermeier mit seiner Frau hier bei uns im Schlosspark herzlich begrüßen. Vielen Dank. Vielen Dank für die großzügige Unterstützung. Ja, und jetzt gebe ich wieder weiter an Violini Capricciosi und wünsche uns einen schönen Abend. Vielen Dank, liebe Gäste. Thank you.
Ja, und das war es dann auch schon wieder mit TV 38 vor Ort für diese Woche. Ich darf mich verabschieden und wünsche Ihnen, liebe Zuschauer, wie immer, eine gesunde und erfolgreiche neue Woche. Weiter geht es dann in der nächsten Woche, wie gewohnt, am kommenden Freitag mit neuen interessanten Beiträgen und Informationen aus dem TV 38-Land. Ich sage bis dahin Tschüss und auf Wiedersehen am 8. September um 19 Uhr, wenn Sie mögen.